kommen wir von den Familien noch einmal zu einem europäischen Thema, einem Menschenrechtsthema. Vom EU-Parlament verabschiedet der Bericht über die Menschenrechte, Demokratie in der Welt. Da haben Sie auch einen kleinen Beitrag, also einen Redebeitrag dazu geleistet, einen sehr kritischen, muss man sagen. Dieser Bericht enthält viele Mahnungen, Menschenrechtsverletzungen, aber offenbar nicht alles. Nein, er ist einseitig. Ich habe das auch kritisiert. Dieser Bericht ist eindeutig von einer Russophobie getragen. Wie ich überhaupt noch einmal sagen möchte, dass ich zum Teil entsetzt bin über die feindlichen Wortmeldungen gegenüber Russland. Man hat also den Eindruck, als ob man sich in einem Feindverhältnis gegenüber Russland befindet. Der Bericht, ich bringe nur drei Beispiele, hat zwei Hinrichtungen, bedauerliche Hinrichtungen in Weißrussland, mit einem eigenen Absatz zum Thema gemacht, unter dem Kapitel Todesstrafe, aber nicht mit einer Silbe, die höchste Zahl an Hinrichtungen in der westlichen Hemisphäre, etwa in den USA, erwähnt. Und nicht mit einer Silbe die Hinrichtungen von Partnerländern der Europäischen Union und des Westens, etwa Saudi-Arabien, erwähnt, wo man Leute zum Teil deswegen hinrichtet, weil sie Christen sind oder weil sie zum Christentum konvertiert haben. Ja? Was ja nach wie vor in Saudi-Arabien ein Todesdelikt ist und in anderen Ländern im Übrigen auch. Das wird mit keiner Silbe erwähnt. Das wird mit keiner Silbe das Auslöschen und Ausrotten, das derzeit im Gange ist, von uralten christlichen Gemeinschaften im Nahen und Mittleren Osten erwähnt. Etwa der Kopten in Ägypten oder der Christen in Syrien, die ja derzeit aktuell im Bestand gefährdet sind. Oder die nahezu schon ausgerotteten, zum Teil 2000 Jahre lang im Irak angesiedelten christlichen Gemeinden, die dort bereits vor der Auslöschung stehen. Das wird mit keiner Silbe erwähnt. Oder ein dritter Punkt, diese ganzen Umschreibungen der sogenannten sexuellen Gesundheit und so weiter und die Rechte der Frauen, die im Grunde nichts anderes sind als, und darauf hinauslaufen, ein Recht auf Abtreibung, wie es im Estrella-Bericht auch drinnen war. Dort hat man nichts anderes gefordert als ein Menschenrecht auf Abtreibung, anstatt dass er das Menschenrecht auf Leben, auch des ungeborenen Bürgers, betonen würde. Daher ist dieser Bericht schlicht und einfach ein einseitiger Bericht und ich habe ihn aus diesem Grund auch abgelehnt. Und das haben übrigens auch mehrere Kollegen, insbesondere aus Polen, ähnlich gesehen, was mich überrascht hat. Bleiben wir nochmal beim Kukan-Bericht und Menschenrechtsverletzungen. Steht es einem Parlament überhaupt zu, Menschenrechtsverletzungen in der Welt anzuprangern und zu verurteilen? Das glaube ich ja. Das glaube ich steht jedem Parlament zu. Nur sollte man sich bemühen, fair zu sein und ausgewogen zu berichten. Also wenn ich schon die Menschenrechtsverletzungen beim Namen nenne, dann sollte ich nicht einen Menschenrechtsbericht dazu benutzen, um Propaganda gegen die Ukraine zu machen oder gar Propaganda gegen Russland zu machen. Wobei immer wieder klar wird, dass wenn man die Ukraine prügelt, in Wahrheit Russland meint. Ja, also diese, ich sag's noch einmal, diese Russophobie, die in diesem Parlament herrscht, ist der Mainstream, der natürlich aus dem angelsächsischen Raum kommt. Aber bleiben wir nochmal bei dem Thema Russophobie oder auch EU-Ukraine, was ja schon verzahnt ist miteinander. Der Abgeordnete Elmar Brok meinte in dieser Debatte, er hat Angst, dass man einen eisernen Vorhang wieder raufziehen lässt und fürchtet sich davor, dass sich die Beziehungen verschlechtern. Wenn man aber in einem solchen Bericht so viel anprangert und, wie Sie sagen, russophobe Affekte mit einschließt, wie kann man dann der anderen Seite vorwerfen, sie würde sich distanzieren, sie würde einem eisernen Vorhang, einem neuen Vorhang Vorschub leisten? Also die Ängste des Herrn Brok kann man psychologisch behandeln. Ja? Die sollten aber nicht Thema im Parlament sein. Dafür gibt es sogar spezielle medizinische Berufe. Ich nehme diese Wortmeldung nicht wirklich ernst. Der Herr Brok hat schon einiges da drin und verzapft und dann ein paar Monate später das Gegenteil behauptet. Nein, das ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Der Punkt ist ein anderer. Dass in der europäischen Politik auch durch die Frau Ashton und durch den diplomatischen Dienst und durch das Agieren der Kommission immer deutlicher wird, dass man versucht, Russland zu isolieren. Dass man versucht, gegen Russland Politik zu machen. Das spielt sich auch beispielsweise auf dem Energiesektor ab, mit dem sogenannten Third Energy Packet. Die Europäische Union lässt sich damit vor den Karren der Amerikaner spannen. Das halte ich für eine falsche Politik. Und es zeigt sich gerade bei der Ukraine die katastrophale Fehleinschätzung der EU-Diplomatie. Man hätte bei der Behandlung der Ukraine, wo es um die Frage des Abschlusses eines Freihandelsabkommens ging, eines Assoziierungsabkommens ging, hätte man ganz klar sehen müssen, wie eng die ukrainische Wirtschaft mit der russischen Wirtschaft nach wie vor verflochten ist. Und man hätte klar sehen müssen, dass es sich bei der Frau Timoschenko um eine Kriminelle handelt.
Man hat aber das erste ignoriert und das zweite zu einem Kardinalthema hochgespielt. Bitte, wenn sich die europäische Politik in Bezug auf Russland oder in Bezug auf die Ukraine um den Schutz von Kriminellen, von verurteilten Kriminellen zu einem Hauptgegenstand entwickelt, ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn diese Länder sagen, ja bitte dann halt ohne uns, wir haben Alternativen. Und die Ukrainer haben schlicht und einfach der Europäischen Union den Sessel vor die Tür gestellt. Und das ist richtig so. Ich hätte genauso gehandelt als Ukrainer. Was haben diese Ukrainer sich in den letzten Jahren alles gefallen lassen müssen an Gängelungspolitik der Europäischen Union? Und irgendwann haben die gesagt, so jetzt uns reicht's, wir haben auch eine Alternative, dann suchen wir unsere, tun wir unsere Partnerschaft mit Russland verdichten. Dass Russland diese Chancen, die praktisch Europa auf dem Serviertablett, auf dem silbernen Tablett präsentiert hat, nutzt, kann man wohl der Russland nicht vorwerfen. Jetzt hat sich eine Vizepräsidentin des EU-Parlaments im Amt bei der Führung der Sitzung im T-Shirt, auf dem Frau Timoschenko und Free Timoschenko abgebildet war, gezeigt, am Dienstag bereits. Halten Sie das für eine würdige Diplomatie für die EU? Nein, das ist einfach nur Dummheit. Das ist sagenhafte Dummheit. Sie sollte sich in London einmal erkundigen. Da gibt es eine Anwaltskanzlei, die herausgefunden hat, wie viel zig Millionen in der Zeit der Regierungstätigkeit der Frau Timoschenko in den Westen verschafft wurden. Ja? Aber noch einmal, Naivlinge hat es immer gegeben, die geglaubt haben, dass das, was in den Agenturmeldungen steht, auch das quasi noch wichtiger und wahrer ist als das Evangelium. Die nehme ich nicht ernst, so wie ich den Herrn Brok auch nicht ernst nehme. Jetzt hat ja eine EU-Abgeordnete oder eine Delegation von EU-Abgeordneten die Frau Timoschenko schon vor einiger Zeit besucht und sich ein Bild, lokalaugenscheinlich ein Bild selber gemacht. Wieso wurden denn diese Erkenntnisse nie so ernst genommen? Weil sie nicht in den Mainstream passen. Das ist ja, ich sage noch einmal, dieses Parlament ist ein Propaganda-Institut geworden. Weil die Erkenntnisse, die die Dame gewonnen hat, ja, um sie zu schildern, dieser war also überrascht, wie feudal die Frau Timoschenko dort im Gefängnis untergebracht ist. Das hat nicht jeder Kriminelle, eine ähnliche Unterbringung. Sie war auch überrascht, wie gesundheitlich gut es ihr geht. Ja, das bestätigt auch jeder, der bei ihr war. Ein bisschen Rückenschmerzen hat ein normaler Mensch in der Freiheit auch. Also das ist keine exklusive Behandlung der Frau Timoschenko. Und die haben gesehen, also dass das alles, was man uns im Westen von der armen, darbenden, im Verlies dahin darbenden, hungernden Frau Timoschenko, dass das alles eine Propaganda mehr ist. Ja? Wenn sich in diesem EU-Parlament die Leute an der Nase herumführen lassen sollen und unkritisch einfach jeden Schmarrn, der über die Agenturen verbreitet wird, glauben, ist das deren Sache. Ich glaube es nicht. Ich sehe die Dinge etwas kritischer und versuche herauszufinden, welche Aspekte wirklich dahinter stehen. Und hier geht es schlicht und einfach um eine sich bereits weltweit anbahnende Auseinandersetzung zwischen den Amerikanern und den Russen und den Chinesen. Und da spielt die Ukraine natürlich eine zentrale Rolle und lässt sich die Europäische Union leider vor den amerikanischen Karren spannen. Jetzt fordern die Ukrainer ja plötzlich 20 Millionen Euro. Oder? Darf ich noch etwas anderes, ja, bevor wir auf diesen Aspekt da kommen, noch sagen? Man sieht auch die infame Propaganda gegen Ukraine daran, wenn man sich anschaut, wie etwa Lendenlahm die Autoritäten der Europäischen Union im Zusammenhang mit dem Vorgehen des Erdogan, der immerhin Mitgliedswerberkandidat ist, mit der Türkei, gegen die Studenten am Gezi-Park vorgegangen ist, wo es Verletzte, Schwerverletzte und Tote gegeben hat. Und dann die ukrainische Regierung sich enorm mit ihren Polizeikräften um Zurückhaltung bemüht. Es hat Gott sei Dank bisher keine Toten gegeben, es hat Gott sei Dank bisher keine Schwerverletzten gegeben, außer auf der Polizeiseite. Dort hat es mehrere Schwerverletzte gegeben. Ich habe selber die Videos gesehen mit dieser unglaublichen Chaoten-Aggressivität, mit der zum Teil diese Chaoten gegen die Polizei vorgegangen sind. Die haben strikte Order, nicht zurückzuschlagen und nicht zu reagieren. Das wird nicht honoriert. Ich habe beim Gezi-Park eine Frau Ashton nicht gesehen, die sich dort auf die Seite der Studenten und der Demonstranten gestellt hat. Ich habe keine Abgeordneten aus der Europäischen Union gesehen, die nach Ankara gefahren sind und nach Istanbul gefahren sind und sich auf die Seite der Bürgerrechtsbewegung gestellt haben. Und daran sieht man die unglaubliche Doppelbödigkeit und Infamie der Europäischen Union, wenn es um die Behandlung von Menschenrechtsfragen geht. Dort, wo es einem opportun erscheint, schaut man weg, macht ein paar formale Proteste, das war etwa bei der Türkei der Fall. Und dort, wo es einem in den Kram passt und in die Propaganda-Aktion gegen Russland passt, dort beginnt man das Ganze zu kriminalisieren. Es ist eine echte, infame Kriminalisierung der Vorgänge. Und immer mit der Behauptung, so quasi dahinter steckt ja sowieso nur der Wladimir Putin. Das nenne ich Russophobie, eine gezielt geschürte Russophobie. Und man soll mir erklären, wohin das führen soll.
Will man wirklich mit Russland in einen offenen Konflikt treten? Will man zurückkehren zu Zeiten des Kalten Krieges? Will man die Rüstungsindustrie damit wieder neuerlich finanzieren? Soll das die Basis für weitere Rüstungsausgaben sein, wie das ja auch schon angedacht wird in der Europäischen Union? Dann soll man das dem Bürger sagen. Ich werde den Wahlkampf dazu nutzen, um diese Fragen offen zu thematisieren. Aber wie erklären Sie sich dieses Missverhältnis, dass es manche Länder gibt, die stärker kritisiert werden für Vorwürfe und Fehler und andere Länder, die wenig bis gar nicht kritisiert werden? Das ist der Teil eben der Propagandapolitik. Sozusagen, wer gut ist, bestimmen wir, und wer böse ist, bestimmen wir auch. Und böse ist der, dem es, dieser Europäischen Union und vor allem natürlich den Amerikanern in den Kram passt, Feindbilder zu transportieren. Und die Feindbilder, die man derzeit transportiert, haben eine klare Generallinie. Es muss hinter allem Bösen auf dieser Welt muss in Zukunft der Wladimir Putin stecken und der muss Russland stecken. Das ist eine Eskalationspolitik, die ich für außerordentlich gefährlich halte. Und ich möchte speziell meine österreichischen Landsleute, die ja bislang Gespür dafür haben, wer versucht zu vernadern, möchte ich warnen davor, an dieser Eskalationspolitik mitzuwirken. Die europäische Politik ist das eine, aber wie sich die österreichische Bundesregierung zu verhalten hätte, ist das andere. Und wir haben eine gute Tradition im Aufbau guter Beziehungen zu Russland. Und wenn der Herr Spindlecker nichts anderes mehr zu tun hat, als seine eigene Parteikarriere zu retten, aber sich um diese Fragen als Außenminister nicht mehr kümmern kann, dann soll er sein Amt abgeben.